Zombie Apocalypse. Wie? Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Alle Fahrzeuge sind weg. Hä? Paul, hast du irgendwie was verwechselt? Du bist doch auf deiner neuen Map, in Goldcross Rally, auf der Bauhof Weber Map. Hattest doch im letzten Video Fahrzeuge geschenkt gekriegt vom Bürgermeister. Wo sind die hin? Leute, keine Panik. Ich erkläre euch heute alles in diesem Video. Denn es hat sich ein bisschen was geändert, was ich hier in diesem Projekt euch gerne präsentieren möchte. Oh Gott, präsentieren hört sich auch wieder so egoistisch an. Ich meine natürlich, was ich euch zeigen möchte in diesem Projekt. Denn ich habe heute endlich wieder neue Mods bekommen von einem lieben Zuschauer von euch da draußen. Ich werde ja diesen Namen gleich bekannt geben, aber erst möchte ich zu dieser neuen Wache switchen. Jetzt habe ich es schon erwähnt, neue Wache. Jetzt holt er erstmal die Kettensäge raus. Wollte ich gar nicht. Genau, er hat schon die neue Wache gerade bekannt gegeben. Die alte Wache, wird vielleicht eine Lagerhalle oder irgendwas anderes, aber auf jeden Fall wird es keine Feuerwehr mehr werden. Vielleicht irgendwann später, aber ich tendiere erstmal zu nein. Also das wird jetzt erstmal nicht mehr benutzt werden. Denn wir switchen rüber in unsere neue Wache und da sind wir jetzt auch schon drin. Schaut euch das doch mal an. Und hier stehen auch noch neue Fahrzeuge drin. Was ist denn da los? Was hat sich der Banause denn schon wieder ausgedacht hier für dieses Video? Also, Leute, wir befinden uns hier in der Freiwilligen Feuerwehr von Weidenberg. Der liebe Rexy112 hat mir diese Map zur Verfügung gestellt. Also er hat sie ein bisschen umgemoddet, hat hier eine Feuerwache drauf platziert. Jetzt passt auf, der Punkt ist eigentlich dieser. Er hat wirklich probiert, die Wache zu 100% zum Real Life zu bauen. Das im LS17, das ist Wahnsinn. Also als ich das gelesen habe, als er mir das geschrieben hat, da habe ich erstmal so überlegt, wow, das ist krass, das ist magisch. Also muss ich wirklich mal ein Lob aussprechen. Also du hast wirklich gute Arbeit geleistet. Denn wenn man jetzt zum Beispiel diese Map startet, dann sieht man vorne, wartet mal kurz, ich laufe mal ganz kurz so rum, sieht man auch vorne ein reelles Bild von der Freiwilligen Feuerwehr Weidenberg. Also sieht man sozusagen hier die Wache von vorne und dann stehen da halt die echten Autos draußen. Und ich muss wirklich sagen, er hat richtig gute Arbeit geleistet. Er hat hier wirklich auch die Fahrzeuge fast 1:1 nachgebaut. Wie zum einen die Iveco Drehleiter, die ich auch richtig nice finde. Also ich habe hier, ja, noch ein Fahrzeug mit dazu bekommen. So, also das ist die Drehleiter. Dann haben wir hier noch in der nächsten Garage, das kennen wir schon, das LF16, das hatten wir schon. Dann haben wir ein Mercedes-Benz Unimog. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was das für ein Fahrzeugtyp ist. Ich tendiere zum RW, denn er hat auch ein Boot auf dem Dach, er hat aber auch keine feuerliche Kreisepumpe. Also gehe ich mal davon aus, dass das ein Rüstwagen ist. Egal, das Fahrzeug ist bombastisch. Also als ich das mir gekauft habe hier in-game, habe ich erstmal überlegt, Alter, das ist ein Unimog. Ich werde nicht mehr. Ich habe mir das schon ewig gewünscht, endlich mal wieder mit einem Unimog hier durch die Weltgeschichte hin und her zu fahren. Und endlich, der Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe endlich wieder meinen Unimog. Ich bin richtig happy darüber. Also danke, lieber Rexy, dafür. Dann haben wir hier einen zweiten Rüstwagen. Also da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass es ein Rüstwagen ist. Ja, auch ein Iveco-Rüstwagen, richtig geil dieses Ding, also wirklich Hut ab, also da hast du wirklich glänzende Arbeit geleistet, ja, und dann haben wir halt noch die Drehleiter, das war's erstmal. Also das sind wirklich erstmal Fahrzeuge, wo ich gesagt habe, wow, die passen perfekt hier rein und ja, natürlich habe ich auch gesagt, ich möchte nicht mehr so viele Mods verwenden, aber da konnte man nicht anders und ich merke auch nicht, dass irgendwie das Spiel richtig krass anfängt zu ruckeln, also ein bisschen schon, aber das sollte jetzt hoffentlich nicht stören. Trotz alledem möchte ich diese Mods gerne verwenden und ich muss jetzt dazu auch sagen, das schwöre ich euch, liebe Zuschauer da draußen, es werden jetzt keine weiteren Mods zu diesem Projekt mit dazukommen. Vielleicht irgendwann später, also das weiß ich leider nicht, aber erstmal wird es so bleiben. Was man vielleicht machen könnte, vielleicht ein paar Fahrzeuge zu tauschen, zu wechseln. Time to change, ihr wisst ja wie beim Fußball, da könnte man es zum Beispiel so handhaben, dass man das so macht. Aber wie gesagt, weitere Fahrzeuge werden erstmal hier nicht in diese Wache mit aufgenommen. Was ich auch richtig cool finde, hier diese Absaugschläuche für den
Auspuff vom Fahrzeug, der hier nicht vorhanden ist, finde ich richtig nice, also dass man sowas hier mit einbaut in diese Map. Richtig, ich habe irgendwie einen Froschenhals, richtig cool. Also das ist wirklich sensationell. Schön. So, wir können am besten mal ganz kurz nochmal durch die Wache laufen. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt, wenn ich euch mal ein bisschen was zeige. Hier habt ihr sehr viele Pressluftatmerflaschen, dann ist hier sozusagen so ein Prüfraum dafür. Richtig cool gemacht auf jeden Fall. Dann kann man hier, glaube ich, auf den Flur wieder gehen. Da kommt die Fahrzeughalle. Hier hat man noch eine, die ist, glaube ich, noch ein Stellplatz. Ich glaube, nee, die Werkstatt war es nicht. Die Werkstatt ist, glaube ich, hier hinten. Genau, hier ist die Werkstatt. Richtig cool auf jeden Fall. Genau, das ist die Werkstatt. Ach, das ist der Waschplatz hier hinten. Ah, jetzt verstehe ich's. Ja, hier haben wir nochmal ein paar Lagerräume von Schläuchen und so weiter. Richtig cool, Büroräume, also hier ist wirklich alles drin in dieser Wache, was man sich so vorstellt, was man sich so wünscht, was man gerne haben möchte, also richtig, richtig nice. Also Modder, ihr seid wirklich die besten Leute da draußen, also ihr macht wirklich eine richtig schöne Leistung. Und gerade freue ich mich auch, dass ich wieder neue Mods bekommen habe und ich diese auch verwenden darf. Also ohne euch würde das alles gar nicht funktionieren, also ich danke euch wirklich jeden von euch da draußen, dass ihr mir wirklich sehr viele Mods schon in den ganzen Jahren, in der ich YouTube mache, zugesendet habt. Also ihr seid wirklich die Besten da draußen, die es gibt. Ist ja natürlich auch die Premium Crew, ne? Das ist ja die beste Crew weltweit. Also was Besseres gibt's gar nicht. Deshalb gibt es jetzt auch schon den nächsten Einsatz. So als kleines Dankeschön. Heute ist es kein reeller Einsatz. Heute ist es ein Übungseinsatz. Denn wir haben heute zusammen mit der Höhenrettung hier aus der Freiwilligen Feuerwehr von Goldcrest Valley eine Übung geplant und mit dieser Übung möchte ich einfach zeigen, wie die Arbeit der Höhenrettung so ist. So, wir werden erstmal mit zwei Fahrzeugen ausrücken, denn ihr wisst ja sicherlich, dass wir ein TSFW haben. Nee, ein TSF ist das. Und das ist auch sozusagen ein spezielles Fahrzeug extra für diese Gegend gebaut. Es ist sozusagen ein TSF und beziehungsweise auch ein Höhenrettungsverband der Feuerwehr von Goldcrest Valley. Also werden wir jetzt mit diesen beiden Fahrzeugen erstmal ausrücken, also mit dem TSF und der Drehleiter. Wo es hingeht, das erfahrt ihr gleich. Wir müssen erstmal nochmal auf die Karte schauen, denn ganz genau weiß ich den Standort jetzt auch nicht. Denn wir haben uns natürlich auch angemeldet und deshalb fahren wir jetzt erstmal dorthin. Ich glaube, das ist doch genau, das ist doch das Gebäude genau hinter der Wache. Also wir fahren eigentlich auch gar nicht so weit, also passt es doch eigentlich alles wunderbar jetzt hier, dass wir jetzt auch diesen Ort, diesen Standort bekommen haben. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Hier müssen wir auch schon rein. Da sind wir auch schon. Das dauert alles gar nicht so lang. Deshalb, wir sind jetzt hier an einer Art Zwischenspeicher für die Züge. Also hier wollen wir heute die Höhenrettung üben. Am besten, wir schauen mal kurz, wo ich die Drehleiter dann installieren kann. Denn ich habe mir ungefähr vorgestellt, dass ich irgendwie dort hochfahre. Da, wo die Leiter am Haus hoch entlang geht. Und hier möchte ich mich sozusagen ranstellen. Ich glaube, ich werde das irgendwie seitlich probieren, dass wir dann irgendwie... Warte mal, wir können natürlich auch hier uns hinstellen. Dann machen wir das so genau. Wir stellen uns einfach mal so quer zu diesem Gebäude hin, damit wir dann sozusagen an das Gebäude ranfahren können mit dem Korb. Und das TSF sollte natürlich auch nicht so weit wegstehen, denn das brauchen wir natürlich auch jetzt hier für diesen Übungslauf. Und da wir natürlich ein bisschen Realismus reinbringen möchten, schalte ich natürlich auch noch das Blaulicht ein. Das, wie ich finde, sollte überhaupt nicht fehlen, weil ich das eigentlich jedes Mal, egal wann und wo, einschalte. Weil es einfach richtig schön aussieht und das einfach mit dazugehört. Auch wenn es eine Übung ist, ne? Kann man ja trotzdem machen. Okay, Leute. Dann die Drehleiter. Die kommt jetzt auf jeden Fall mit. Dann schalten wir erstmal den Motor ein und dann, ja komm, hauen wir raus mit Blaulicht, mit Sonderrechte frei. Fahren wir jetzt einfach mal zu diesem heutigen Übungsplatz. Der nächste Dienstabend hier für die Freiwillige Feuerwehr Goldcrest Valley. Ein Glück ist nicht los hier auf den Straßen, ansonsten hätte ich glaube so ein klitzekleines Problemchen, wenn ich jetzt einfach mit Sonderrechte hier durch die Gegend düse. Aber nee, wir klären das ja alles, wir sind ja eigentlich alles so, was es gibt, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, ADAC und so weiter.
Also deshalb wird da keine Probleme mitbekommen. So. Beide Fahrzeuge sind vor Ort. Was wir jetzt als erstes machen, die Drehleiter zu installieren. Dann werden wir hoch zu diesem Geländer fahren, nenne ich das einfach mal. Also sprich zu dieser Leiter. Und werden den Korb jetzt erstmal genau an die Fassade bringen und werden uns dann dort oben mit den weiteren Sachen beschäftigen, was halt die Höhenrettung so zu sagen hat. So, dann fahren wir erstmal die Stützen aus. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir den Leiterpark überhaupt ausfahren können. Das geht per Knopfdruck alles, dann hebt sich das Fahrzeug so ein bisschen in die Höhe. Und ich glaube, das war es dann eigentlich auch schon. Wir können ja eine Umfeldbeleuchtung einschalten. Ist ja auch so dunkel gerade. Nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann fahren wir am besten mal gleich den Korb aus. Das können wir gleich mal machen. Und ich würde sagen, wir lassen erstmal die Kameraden einsteigen. Dann fährt erstmal jemand mit hoch. Der wird dann erstmal die ersten Sachen nach oben bringen und die Sicherung installieren, damit hier wirklich niemandem etwas passiert. Das sollte natürlich jetzt nicht so sein. Also auch wenn es eine Übung ist, man muss das jetzt, als wenn es ein richtiger Einsatz wäre, so üben, wie man das dann auch im Real-Einsatz machen würde. Ich kann leider nicht einsteigen, finde ich ein bisschen schade, aber ich kann es jetzt halt nicht ändern. Dann holen wir uns erstmal eine Rettungstrage, die werden wir auf jeden Fall mitnehmen und dann brauchen wir noch ein paar Arbeitsleinen und Sicherungsleinen. Wo haben wir denn die? Gute Frage. So, die haben wir. Super. Dann packen wir die am besten mal rein hier. Die Rettungstrage ist jetzt auf den Korb. Das muss man sich jetzt so vorstellen ungefähr. Ich muss mal ganz kurz die Gerätefächer nach oben machen, sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Wenn auf jeden Fall was irgendwas rausgefahren kommt. Gut. Das haben wir jetzt schon mal gemacht. Sehr schön. Dann auf die andere Seite. Dass man ein bisschen was Anschauliches hat hier. So, Strong H. Das sind jedes Mal irgendwelche anderen Tasten. Aber außer es funktioniert. Guck mal da. Voila. Boah, wir haben so einen Monitor hier drin. Das ist ja cool. Ach, das ist glaube ich der Monitor, den man auf dem Korb hier installieren kann. Das ist gar nicht mal so verkehrt, sowas. Sehr, sehr schön. So, dann können wir am besten jetzt gleich mal in die Drehleiter wieder einsteigen. Die Motor wieder starten und dann geht's eigentlich auch schon los. Mit diesem heutigen Übungseinsatz der Freiwilligen Feuerwehr von Goldcrest Valley. Dann werden wir uns erstmal dort hoch teleportieren mit der Drehleiter. Das ist ganz, ganz schlimm, wenn man nicht in den Korb sich mit der Kamera switchen kann. Finde ich ein bisschen blöd. Jetzt muss man das ungefähr so abschätzen, aber ich glaube, ich müsste jetzt genau am Geländer sein. So, wunderbar. Wir können ja am besten mal hier noch hin switchen. Vielleicht sieht man das ein bisschen besser. Ah ja, guck mal. Jetzt können wir noch ein bisschen weiter nach links. Genau, jetzt müssten wir eigentlich genau oben sein. Das ist schon mal schön, dass das so einfach funktioniert. Sehr schön. So. Liebe Zuschauer, wir haben jetzt erstmal alles oben befestigt und wir können jetzt so langsam aber sicher auch schon mit der Übung beginnen. Denn wir haben hier oben eine verletzte Person, die sich hier verletzt hat. Sie ist anscheinend aus der Tür gestürmt. Oh, ein Golden Nugget. Cool, das passt ja. Sie ist aus der Person, sie, was? Nee, sie ist durch die Tür gestürmt, diese Person, und hat sich dabei irgendwie verletzt. Er ist dann gegen das Geländer geprallt, abgeprallt, auf den Boden gestürzt und dann hat er sämtliche Schürfwunden erlitten. Und jetzt ist die Person hier. Sie liegt hier und die müssen wir jetzt erstmal irgendwie in den Korb bekommen. Heben wir erstmal den Nugget auf. Das ist ja geil. Du hast ein Gold-Nugget gefunden. Das Gold liegt hier wortwörtlich auf der Straße. Versuche die restlichen 99 Gold-Nuggets zu finden. Das, ja, werde ich jetzt natürlich nicht machen. Auf gar keinen Fall. So. So, die Person, wow. Die rammelt sich erstmal hier durch die Welt. Gut. Was war das denn jetzt? Die Person befindet sich jetzt im Leiterkorb.
Und ich kann mich jetzt leider nicht mehr bewegen. Das ist natürlich auch cool. Jetzt muss ich erstmal rüber switchen wieder zu den Fahrzeugen. Ich konnte mich leider gerade nicht mehr bewegen. Schade. Das war gerade ein bisschen merkwürdig, finde ich. So. Aber trotzdem, die Person haben wir jetzt im Korb und kann jetzt von dort oben abgeseilt werden. Okay, das ging ja wirklich recht zügig. Die Person befindet sich jetzt schon auf dem Boden und die Rettung wurde erfolgreich abgeschlossen. Also das ging wirklich richtig zügig. Das ist wirklich Routine für die Höhenrettung. Alter Schwede. Das ging ja mal richtig fix. Also Hut ab. Alter. Das sind richtige Leute. Ich würde es persönlich nicht machen. Also Höhenrettung wäre, glaube ich, nicht so meins. Aber man muss sagen, die haben wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Also wir sind auch sehr, sehr froh, dass wir solchen Verband in unserer Feuerwehr haben. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Also wir haben wirklich sehr viele hohe Gebäude hier auf Goldcrest Rally. Deshalb ist es gerade richtig, dass wir so eine Einheit haben. Also wirklich, das ist sehr, sehr wichtig. Liebe Leute, das war's jetzt auch schon wieder. Wir haben jetzt unseren nächsten Einsatz hiermit abgeschlossen, auch wenn es nur eine Übung war. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben. Und ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das doch gerne auf den roten Abonnier-Button und aktiviert bitte die Glocke. Tja, die eine Glocke nach dem Abo-Button, die sollte man nicht vergessen zu aktivieren. Ansonsten verpasst ihr wirklich jedes Video von mir. Das wäre natürlich nicht so schön. Deshalb aktiviert die Glocke und verpasst kein Video, falls ihr mich, wie gesagt, noch nicht abonniert habt. Jo, wenn ihr irgendwelche Wünsche noch habt, schreibt mir diese gerne in die Kommentare oder irgendwelche Meinungen, Äußerungen, Feedbacks, alles her damit. Haut alles rein unter diesem Video in die Kommentare. Und ja, das war es erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Man hört sich. Ciao.